Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein wirklich wunderschönes Muster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 16 plus 3 plus 2 Randmaschen und 10 Musterreihen besteht. Teilbar durch 16, weil wir haben 3 Maschen, die wir immer rechts stricken, auf der Vorder- genauso wie auf der Rückseite. Plus 13 Maschen für unser Motiv. Das sind zusammen 16 Maschen und das ergibt unseren Musterrapport. Genauso hier 3 Maschen, die wir immer rechts stricken, auf der Vorder- genauso wie auf der Rückseite, plus die 13 Maschen für unser Motiv. 16 Maschen. Und die plus 3 Maschen sind die Maschen, die wir einmalig aufnehmen, damit unser Muster aufgeht. Das heißt, dann haben wir 3 Maschen, die wir rechts stricken am Ende und 3 Maschen, die wir rechts stricken am Anfang. Somit sieht das gleichmäßig und einfach hübsch aus. So sieht die Vorderseite aus und so sieht die Rückseite aus. Und bei diesem Muster brauchen wir kein Bündchen zu machen, weil es von alleine so eine richtig schöne Zickzackform hat. So, und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Ich werde einen Musterrapport stricken, habe dafür 21 Maschen aufgenommen. 21, weil wir gesagt haben, teilbar durch 16. Ich habe es einmal genommen. Plus 3 Maschen, die wir einmalig aufnehmen, damit das Muster aufgeht, 19. Und 2 Randmaschen, 21. Eine Rückreihe rechter Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. Ein Umschlag, 7 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und nun folgt ein Überzug. Ich hebe eine Masche ab, stricke 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Von hinten in 2 Maschen einstechen und beide zusammen rechts stricken. Mit der linken Nadel in die abgehobene Masche einstechen und diese über die erste Masche ziehen und fallen lassen. 3 Maschen rechts. 1, 2, 3. Und das ist der Musterrapport der ersten Reihe. Die Reihe endet mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. 1, 2, 3. Meine Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2. Die Randmasche stricke ich wieder rechts. Und nun die ersten 3 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3. Und jetzt werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen, bis auf die letzten 3 Maschen. Die stricke ich dann wieder rechts. Hier haben wir die Umschläge und die linken Maschen. Diese werden links gestrickt. Umschläge und die linken Maschen links stricken. Hier ist mein Umschlag und die letzten 3 Maschen stricke ich wieder rechts. 1, 2, 3 und meine Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 3, die Randmasche rechts und nun wieder 3 Maschen rechts. 1, 2, 3. Ein Umschlag. Und jetzt haben wir 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist der Überzug, den ich gemacht habe. Und ich mache jetzt einen neuen Überzug. Dafür brauche ich die 3 Maschen. Eine Masche abheben, 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Und hinten in 2 Maschen einstechen, beide zusammen rechts stricken.
Die abgehobene Masche über die erste ziehen und fallen lassen. Eine Masche links stricken und drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Das ist unser Musterrapport. Die Reihe endet mit einem Umschlag. Drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 4. Meine Randmasche stricke ich rechts. Und nun die ersten drei Maschen wieder rechts stricken. Eins, zwei, drei. Und jetzt werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen, bis auf die letzten drei Maschen. Die Umschläge werden links gestrickt. Die linken Maschen links stricken. Und hier habe ich eine rechte Masche vor dem Überzug. Die stricke ich rechts. Und weiter die linken Maschen und die Umschläge links stricken. Hier ist der Umschlag und die letzten drei Maschen stricke ich wieder rechts. Eins, zwei, drei und die Randmasche rechts. Reihe 5, die Randmasche stricke ich wieder rechts und die ersten drei Maschen rechts stricken. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag, jetzt 5 Maschen rechts, eine, zwei, drei, vier, fünf. Hier ist mein Überzug, ich mache einen neuen Überzug. Dafür brauche ich die drei Maschen. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Die abgehobene Masche über die erste ziehen und fallen lassen. Eine Masche links. Eine, zwei, drei und hier ist der Umschlag der letzten Reihe. Den stricke ich auch rechts und somit haben wir jetzt 4 rechte Maschen. Das heißt, wir nehmen hier jetzt Maschen ab und haben dafür hier Zunahmen in Maschen. Die Reihe endet mit einem Umschlag und 3 Maschen rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 6, Randmasche rechts, die ersten drei Maschen rechts stricken. 1, 2, 3. Die Umschläge und die linken Maschen links stricken, die rechten Maschen werden rechts gestrickt. Bis auf die letzten drei Maschen, alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Umschläge und linke Maschen links. Die rechten Maschen werden rechts gestrickt. Hier ist mein Umschlag und die letzten drei Maschen stricke ich wieder rechts. Eins, zwei, drei. Und die Randmasche rechts. Reihe 7. Die Randmasche rechts und wieder die ersten drei Maschen rechts stricken. Eine, zwei, drei. Ein Umschlag, 4 Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier. Hier sind die drei Maschen für meinen Überzug. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Die abgehobene Masche über die erste bringen und fallen lassen. Eine Masche links. Und jetzt haben wir eine, zwei, drei, vier. Und hier ist der Umschlag aus der letzten Reihe. 5 Maschen rechts. Ein Umschlag und ich beende die Reihe mit 3 Maschen rechts. Achte Reihe,
Die Randmasche stricke ich wieder rechts und die ersten drei Maschen rechts stricken. 1, 2, 3. Und jetzt wieder alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen, bis auf die letzten drei, beziehungsweise die drei Maschen, die mal zwischen den Motiven sind. Die Umschläge stricke ich links, die linken Maschen links. Die rechte Masche wird rechts gestrickt und die linken Maschen wieder links. Hier ist mein Umschlag, den stricke ich links und die letzten drei Maschen stricke ich wieder rechts. Und die Randmasche rechts. Reihe 9. Die Randmasche rechts, die ersten drei Maschen wieder rechts. 1, 2, 3. Ein Umschlag. Jetzt habe ich drei Maschen rechts. Eine, 2, 3. Und es folgt wieder ein Überzug. Hier ist mein letzter Überzug. Hier habe ich die drei Maschen für den neuen. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken und die abgehobene Masche über die erste ziehen. Eine Masche links und jetzt haben wir eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs Maschen rechts. Ein Umschlag und die letzten drei Maschen rechts stricken. Meine Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 10. Die Randmasche stricke ich rechts und die ersten drei Maschen wieder rechts stricken. Eine, zwei, drei. Und jetzt alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen, bis auf die letzten drei Maschen. Umschläge und linke Maschen stricke ich links. Und die rechte Masche stricke ich rechts. Hier ist der Umschlag, den stricke ich links und die letzten drei Maschen wieder rechts. 1, 2, 3 und meine Randmasche stricke ich auch rechts. Das sind die 10 Reihen, die stets wiederholt werden. Und jetzt wieder von vorne. Die Randmasche, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 7 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Die linke Masche wird auch rechts gestrickt, 6, 7. Dann der Überzug, das sind die 3 Maschen. 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts stricken und die Randmasche. Die 10 Reihen wieder wiederholen und wenn das größer wird, haben wir dann dieses wirklich traumhaft schöne Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es werden viele weitere schöne Muster folgen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.